Lammragout New Jersey in USA Dillsoße mit Wurzelgemüse. Zubereitung, ca. 2 Stunden. Erstens das Fleisch waschen, trocken tupfen und in Würfel schneiden. Knoblauch schälen und klein würfeln. Öl in einem Schmortopf erhitzen und die Fleischwürfel darin rundum anbraten. Salzen und pfeffern, Knoblauch zufügen und unterrühren mit Mehl bestäuben. Zweites Fleisch mit Dill und Selleriesamen bestreuen und mit Brühe und Sherry ablöschen. Aufkochen und zu unbekanntes Zeichen deckt bei kleiner Hitze circa 1 Stunde köcheln lassen. Dritte Kartoffeln und Möhren schälen und in Würfel schneiden. Perlzwiebeln schälen. Alles zum Fleisch geh unbekanntes Zeichen dann und zugedeckt weitere 30 Minuten köcheln lassen. Viertens zum Servieren das Lammragout mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken. Joghurt und Petersilie einrühren und im Schmortopf auftragen. Virginia Schinkenbraten USA mit Karamell glasiert. Zutaten für 8 Personen. 2 Kilogramm Schinkenbratensalz, 4 EL brauner Zucker, 1 EL Orangensaft, 150 Gramm Sahne-Meerrettich, Glas, 100 Gramm milder Senf, 1 Krustenbrot, in Scheiben geschnitten. Vorbereitung, ca. 15 Minuten backen, ca. 2 Stunden. Erstens den Backofen auf 160 Grad vorheizen. Fleisch waschen, trocken tupfen und mit Salz einreiben. Schinken mit der Fettseite nach oben auf einen Rost setzen. Die Fettpfanne des Ofens etwa 3 cm hoch mit Wasser füll unbekanntes Zeichen lehnen. Schinken im Ofen ca. 90 Minuten braten. Mehr unbekanntes Zeichen Malz mit Wasser aus der Fettpfanne begießen. Zweiten Fleisch aus dem Ofen nehmen, die Schwarte und das Fett entfernen. Zucker und Orangensaft in einem Topf erhitzen, bis der Zucker geschmolzen ist. Schinken mit der Glasur bestreichen und im Ofen weitere 30 Minuten bräunen. Drittens zum Servieren den Schinken in Scheiben schneiden und mit Sahne-Meerrettich, mildem Senf und Krustenbrot auftragen. Backen. Klassischer Käsekuchen. USA New York mit Sahnequark. Zubereitung. Circa 90 Minuten abkühlen, circa 1 Stunde. Erstens den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Zwieback in einer Schüssel fein zerkrümeln und mit 50 Gramm Zucker, einer Prise Salz und 80 Gramm Butter zu einem Teig kneten. Eine Springform ausbuttern und den Boden der Form mit dem Teig auskleiden. Zweiten restlichen Zucker und Butter mit Vanillezucker und ein Prise Salz schaumig rühren. Eier trennen und Eigelb unter die Buttercreme rühren. Mehl darüber stäuben und Quark und Sahne unterziehen. Eiweiß steif schlagen, unbekanntes Zeichen gehen und unterheben. Drittens die Quarkmasse auf den Teig geben und glatt streichen, unbekanntes Zeichen tschen. Kuchen im Ofen ca. 1 Stunde backen. Den Kuchen unbekanntes Zeichen tschen in der Form erkalten lassen. Aus der Form nähen, unbekanntes Zeichen mähen und auf einer Kuchenplatte servieren. Geschmortes glasiertes USA Rindfleisch mit Aprikosen. Vorbereitung, ca. 20 Minuten Zubereitung, ca. 2 Stunden. Erstens das Fleisch waschen und trocken tupfen. In 4 Portionsstücke schneiden, salzen und pfeffern und in Mehl wenden. Aprikosen klein würfeln. Öl in einem Schmortopf erhitzen und Fleisch darin von beiden Seiten anbraten. Fleisch herausnehmen. Bratfett wegschütten. Zweiter Aprikosen und Brühe in den Topf geben und den Bratensatz loskochen. Mit Zucker, Essig, Zimt, Nelkenpulver und Piment würzen. Fleisch in den Topf geben, in der Soße wenden und zudecken. Drittens bei kleiner Hitze ca. 2 Stunden garen. Während des unbekanntes Zeichen sen mehrmals wenden. Das Fleisch ist fertig, wenn sich die Soße als dicke Glasur um das Fleisch gelegt hat. Auf eine Servierplatte legen und auftragen. Gedeckter Kirschkuchen. Michigan Art mit Blätterteig. Zubereitung, ca. 90 Minuten abkühlen, ca. 1 Stunde. Erste Kirschen in einem Sieb abtropfen lassen. Saft anderweitig verwenden. Die Kirschen in einer Schüssel mit Zucker,
Maisstärke und Mandelextrakt vermischen und abgedeckt 15 Minuten durchziehen lassen. Zweiter Backofen auf 175 Grad vorheizen. Den Blätterteig auftauen lassen. Eine Springform ausbuttern. 2/3 des Teigs auf einer bemehlten Arbeitsfläche dünn ausrollen und die Form damit auskleiden. Die Kirschmischung einfüllen und die Butter in Flöckchen darauf setzen. Drittens den restlichen Blätterteig ausrollen und als Deckel auf die Kirschen legen. Ränder zusammendrücken und die Oberfläche mit einer Gabel mehrmals einstechen. Den Teigdeckel mit Eigelb bestreichen und ca. 45 Minuten unbekanntes Zeichen TIN im heißen Ofen backen. Kuchen vor dem Servieren mindestens eine Stunde abkühlen lassen. Apfelspalten unter der Knusperkruste mit Haferflocken. Vorbereitung: ca. 25 Minuten backen, ca. 30 Minuten. Erstens eine Springform ausbuttern. Äpfel schälen, vierteln und entkernen. Äpfel in Spalten schneiden. Mit Zucker und Zitronensaft vermischen und in der Springform fair unbekanntes Zeichen teilen. Zweitens den Backofen auf 175 Grad vorheizen. Mehl, Brau unbekanntes Zeichen nehmen Zucker und Haferflocken mit Zimt und Salz im Mehl unbekanntes Zeichen sehr vermengen. Butter in Stücken dazugeben und die Mischung einige Minuten weiter rühren. Sobald die Mehl unbekanntes Zeichen schon zu klumpen beginnt, über die Äpfel verteilen. Drittens Apfelspalten im heißen Ofen ca. 30 Minuten Gold. Braun überbacken. Vor dem Servieren abkühlen lassen. Argentinischer Kartoffel. Argentinien-Salat mit cremigem Dressing. Vorbereitung: ca. 45 Minuten Zubereitung, ca. 30 Minuten. Erste Kartoffeln waschen und in der Schale in Salzwasser garen. Abgießen und ausdampfen lassen. Die Kartoffeln schälen und in große Würfel schneiden. Zweitens den Knoblauch schälen und klein würfeln. Die Chilischote längs halbieren, entkernen und klein hacken. Drittens die Milch in einem Topf erwärmen. Das Schmalz in einer Pfanne erhitzen und den Knoblauch darin anbraten unbekanntes Zeichen TIN. Salz, Chiliskote, Kurkuma und Oregano zufügen und unterrühren. Die heiße Milch nach und nach an unbekanntes Zeichen gießen und köcheln lassen, bis eine cremige Soße end unbekanntes Zeichen steht. Viertens die Butter in die Soße rühren und die Kartoffeln hinzufügen. 10 Minuten bei kleiner Hitze darin ziehen lassen. In eine Servierschüssel umfüllen und etwas abkühlen lassen. Lauwarm servieren. Chiliskafe Chimicurri. Argentinien-Soße in der Flasche gereift. Zutaten für 4 Personen. 8 getrocknete Chilischoten, 10 Knoblauch, 10 1 Esslöffel Meersalz, 1 kleines Bund Petersilie, 75 ml Weinessig, 75 ml Öl. Zubereitung, ca. 25 Minuten reifen, ca. 1 Woche. Erstens die Chilischoten mit den Kernen hacken. Den Knoblauch schälen und würfeln. Beides mit dem Salz in einem Mörser zu einer musigen Paste zermahlen. In eine Schüssel geben. Zweitens die Petersilie waschen, trocken schütteln und die Blätter fein hacken. Unter die Chilischotenpaste mischen. Drittens den Essig mit 75 ml Wasser aufkochen und über die Gewürze gießen. Das Öl unterrühren. Die Soße in eine saubere Flasche umfüllen, gut verschließen und eine Woche an einem dunklen, kühlen Ort reifen lassen. Kreolische Würzsuppe. Zutaten 4 Personen, Zubereitung, ca. 1 Stunde. Abkühlen, ca. 1 Stunde. 200 Gramm reife Tomaten, eine kleine Stange Lauch. 2 weiße Zwiebeln. 3 Knoblauchzehen. 60 Gramm Olivenöl, 1/2 Teelöffel gemahlener Kümmel, 1/2 Teelöffel gemahlener Koriander, 1/2 Teelöffel getrockneter Oregano, 2 Esslöffel Tomatenmark, 1 Esslöffel Meersalz. Erstens die Tomaten häuten, vierteln, entkernen und grob hacken. Den Lauch putzen, waschen und mit einem Teil des Grüns in feine Ringe schneiden. Zweiter Zwiebeln und Knoblauch schälen und klein wie unbekanntes Zeichen fällen. Das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen,
Zwiebeln und Knoblauch darin anbraten. Kümmel, Koriander und Oregano einrühren, kurz anrösten und mit 1/8 Liter Wasser ablöschen. Dritter Tomatenmark einrühren, Lauch und Tomaten zufügen. Salzen und ca. 30 Minuten bei kleiner Hitze zu einer dickflüssigen Soße einkochen lassen. Soße in eine saubere Flasche umfüllen, verschließen und ab unbekanntes Zeichen kühlen lassen. Angebrochene Flasche im Kühlschrank aufbewahren. Geschichteter Maiskäse. Auflauf aus dem Backofen. Vorbereitung: ca. 45 Minuten backen, ca. 1 Stunde. Erste Zwiebeln schälen und in dünne Scheiben schneiden. Öl in einer Pfanne erhitzen und die Zwiebeln darin goldbraun anbraten. Erkalten lassen. Zweitens in einer Schüssel Maismehl, Backpulver und Salz vermischen. Mit Butter, Milch und Eiern zu einem glatt unbekanntes Zeichen den Teig rühren und die Zwiebeln unterheben. Die Eier verquirlen und unter den Teig rühren. Dritter Backofen auf 175 Grad vorheizen. Eine ofenfeste Form mit Öl ausstreichen und mit Mehl bestreuen. 1/4 der Masse einfüllen, glatt streichen und mit Käsescheiben belegen. Darauf wieder etwas Masse füllen, mit Käse belegen und so fortfahren, bis alles verbraucht ist. Eigelb mit Sahne verquirlen und über den Auflauf gießen. Die Form in die Mitte des Backofens stellen und 1 Stunde im Ofen backen. In der Form serviere.